Die häufigste Frage, die man als King-Fan gestellt wird, ist: Womit soll ich denn anfangen? Kannst du mir einen Einsteiger-King empfehlen? Gibt es sowas überhaupt? Sind alle Kings so dick und kompliziert, wie zum Beispiel mein Lieblingsbuch, The Stand? Kann man denn mit sowas eigentlich starten? Ich bin ja so unmotiviert, ich traue mich nicht. Genau die gleichen Gedanken hatte ich auch gehabt, bevor ich mit Stephen King angefangen habe. Aber wenn man sich erstmal einmal überwunden hat und mit dem richtigen Buch angefangen hat, dann wird man seine King-Liebe entdecken können und merken, dass es eigentlich gar nicht so anstrengend ist, wie eigentlich gedacht. Auch wenn es natürlich so einige Längen gibt und man für einige Bücher etwas länger braucht. Ja, ich habe verschiedene Kriterien aufgestellt, die man bei der Auswahl des ersten Kings beachten sollte. Als allererstes ist das natürlich die Länge. Man sollte nicht mit so einem Buch hier anfangen, das ist schon schwierig, das zu tragen, da kann man Sport mitmachen, sondern eher mit seinen dünneren Büchern. Dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man ein Buch auswählt, was klassische Stephen King-Elemente hat. Das bedeutet zum Beispiel Growing-Up-Age-Geschichten, wo die Protagonisten Kinder sind und dann so langsam erwachsen werden. Manchmal ist es auch so, dass ein Protagonist oder eine Protagonistin, eigentlich meistens Protagonisten, denn Stephen King schreibt wirklich nicht oft aus der Sicht von Frauen, was mir mal so aufgefallen ist, außer neuerdings von Holly Gibney. Manchmal begleitet Stephen King ein Protagonisten von Anfang bis Ende, von seiner Kindheit bis er 50 oder 60 Jahre alt ist. Es ist dann oft so, dass aus dieser Sicht geschrieben wird als alter Mann und er dann von früher erzählt. Sowas ist dann für den Anfang auch sehr geeignet, denke ich. Das ist nämlich auch ein weiterer Punkt. Wenige Protagonisten, am besten nur einer oder maximal drei, denn es gibt teilweise Bücher wie die Arena in einer kleinen Stadt und so weiter, wo tausend verschiedene Protagonisten vorkommen. Auch S ist zum Beispiel so ein Kandidat, wo ganz viele Protagonisten vorkommen. Das sind ja schon mal sieben. Und dann kommen wir noch vom Hundertste ins Tausendste. Dann erzählen wir da noch was von dem Vater, von dem Cousin, von was weiß ich allen, über drei Ecken so. Und da kann man schnell mal die Übersicht verlieren und ein bisschen verzweifeln und resignieren. Deswegen sind einzelne Protagonisten oder wenig Protagonisten für den Anfang sehr gut geeignet. Weitere klassische Elemente sind dann zum Beispiel übernatürliche Elemente, psychokinetische Fähigkeit und was noch alles so für Motive gibt. Dazu später nochmal ein einzelnes Video. Ich habe dazu schon eine Reihe gemacht, die ist aber extrem lang und deswegen möchte ich das alles nochmal so zusammenfassen in 10 oder 15 Minuten, dass sich das auch die Einsteiger angucken können. Dazu also später mehr. Auf der Hand liegt es natürlich, mit Carrie zu beginnen. Carrie ist das Debütroman von Stephen King. Es hat nur ungefähr 300 Seiten. Es gibt eine Protagonistin, wenn auch manchmal aus der Perspektive von anderen erzählt wird, aber es dreht sich eigentlich alles hauptsächlich um Carrie. Es gibt da tolle Verfilmungen dazu, die man sich dann im Nachhinein angucken kann. Vielleicht kennt man die Geschichte sowieso schon. Da werden natürlich auch diese ganzen Elemente verwendet. Growing-up-Age-Geschichte, also eine Kind-Protagonistin. Übernatürliche Fähigkeiten, das ist ja der absolute Klassiker in diesem Bereich. Hier geht es, falls ihr es noch nicht wisst, um ein Mädchen, das wie gesagt übernatürliche Fähigkeiten hat. Sie hat eine sehr, sehr fanatische Mutter. Das ist auch natürlich wieder so ein klassisches Motiv. Fanatische Erwachsene, die die Kinder und auch andere Erwachsene dann so in diese Fanatik mit reinziehen wollen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Carrie hat eben sehr viele klassische Elemente von Stephen King und dementsprechend kann man das auch ganz gut für den Start machen. Was man wissen muss ist, das ganze Buch, das ganze Ende wird so ein bisschen in dem Buch gespoilert. Also man weiß, was passieren wird, was auf diesen Abschlussball passieren wird, was Carrie tun wird und das kann so ein bisschen nerven. Andererseits macht es die ganze Sache dann aber noch leichter, dass man da wirklich überhaupt nicht durcheinander kommen kann oder irgendwie überfordert sein könnte mit diesem Buch. Ein weiterer Tipp ist Sie oder Misery. Das ist ebenfalls ein dünnes Buch, hat so ein bisschen die Horrorelemente, ohne in die übernatürliche Richtung zu gehen. Also wer da sich nicht so rantraut, weil er so ein bisschen Angst hat vor gruseligen Dingen oder so, dem kann man das auch empfehlen. Es ist schon teilweise ein bisschen brutal,
aber eigentlich geht es eher so um Psycho-Thriller. Bei Misery geht es um Annie Wilkes. Sie ist der Nummer 1 Fan von Paul Sheldon, heißt er, glaube ich, einem bekannten Autor. Zufälligerweise findet sie ihn, als er mit seinem Auto stecken bleibt, einen Unfall hat im Schneesturm. Und sie peppelt ihn auf und hilft ihm, dass es ihm wieder besser geht. Und sie möchte ihm auch noch bei seiner Karriere helfen, denn er hat das Ende ihrer Lieblingsreihe extrem vermurkst, ihrer Meinung nach. Und möchte, dass das Ende nochmal anders geschrieben wird. Und wenn das nicht so passieren sollte, dann hat sie Mittel und Wege, dies doch durchzusetzen. Es ist also eine sehr, sehr spannende Geschichte, eine volle, einprägende Persönlichkeit, wenn auch eine sehr unangenehme Persönlichkeit, diese Annie Wilkes, wie man nach einer Zeit feststellen wird. Aber es ist echt ein sehr, sehr tolles Buch und man kann das wirklich ganz schnell durchsuchen. Ich habe das innerhalb 2 Nachmittagen als Hörbuch durchgehört. Da gibt es auch wieder einen sehr, sehr tollen Film dazu mit Cassie Bates und ich habe sogar schon einmal von ihr geträumt, dass sie mich entführt. Also sie ist wie gemacht für diese Rolle. Einen weiteren Klassiker, den ich als Einstieg in die Stephen King Welt empfehlen kann, ist das zweite Buch, das ich damals gelesen habe und so richtig durchgesuchtet habe, und zwar war das Shining. Das erste Buch war Mr. Mercedes, ein relativ neueres Buch damals, 2015. Dann war ich schon so ein bisschen angefixt gewesen. Bei Shining ging es dann aber so richtig los mit meiner Stephen King-Liebe. Bin in der Nacht aufgewacht, ich habe 2 Stunden geschlafen oder so und wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht und konnte einfach nicht mehr aufhören, das zu lesen. So spannend war das. Falls ihr abgeschreckt seid von diesem unglaublich fürchterlichen Film, dann lasst euch wirklich nicht abschrecken, denn der Film hat so gut wie nichts mit dem Buch zu tun und Stephen King selbst verabscheut diesen Film und hat deswegen auch nochmal so eine kurze Reihe gemacht, so einen 2-teiligen Film, der aber auch nicht so gut war. Und ihr müsst es einfach probieren mit dem Buch. Den Film könnt ihr am besten gleich vergessen. Dort geht es, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, um das Overlook Hotel, um Danny. Der hat das Shining, eine übernatürliche Fähigkeit. Das ist eben auch wieder klassisch Stephen King, diese psychokinetische Fähigkeit. Er hat die sehr, sehr stark ausgeprägt. Sein Vater muss in dem Overlook Hotel auf eine Art Kessel aufpassen, dass das ganze Hotel nicht in die Luft springt während des Winters, wo keine Gäste dort sind. Jack Torrance, der Vater, und Wendy Torrance und der kleine Danny Torrance sind dann dort alleine und Jack beginnt mittlerweile immer verrückter zu werden. Und was das Ganze mit dem Overlook Hotel auf sich hat, das Overlook Hotel ist eigentlich so ein bisschen der Antagonist in dieser Geschichte, deswegen ist das auch so einmalig. Es sind auch hier nur 3 wichtige Charaktere. Einen gibt es noch, den Koch, aber sonst kommen ja eigentlich gar keine anderen Charaktere vor. Von daher ist das natürlich dann auch einfach zu lesen. Das ist auch nicht so dick. Ich glaube 500, 600 Seiten. Also für einen Stephen King noch einigermaßen in Ordnung. Aber ihr werdet sowieso so doll durch die Seiten rauschen, dass ihr das gar nicht mitbekommt. Dann eine ganz gute Empfehlung ist auch der neue King, und zwar später, schon alleine deswegen, weil er so dünn ist. Andererseits ist es auch so, dass er neue Elemente und neue Stile von Stephen King mit alten Elementen verbindet. Und es wird vielleicht sogar noch etwas auf uns zukommen in diesem Bereich. Und dann seid ihr gleich ab Stunde 1 mit dabei, wenn da so neue Fäden gestrickt werden und sich miteinander verbinden. Man kann ja bisher nur munkeln, aber viele glauben ja, dass Holly Gibney da noch irgendwie so ins Spiel kommen wird, die ja sozusagen klassisch für den neuen King ist. Und alte Elemente aus anderen Klassikern, was möchte ich jetzt hier nicht so verraten, aber es ist von einem der Klassiker schlechthin, werden hier auch wieder angespielt. Von daher verbindet sich hier der neue mit dem alten King, was eine ganz coole Sache ist. Dann ist es auch wieder nur ein Protagonist, eine Growing Up Age Geschichte. Wir verfolgen hier unseren jungen Protagonisten, wo er, glaube ich, 9 Jahre alt ist oder 7, bis er so ungefähr 40, 50 ist, und er erzählt wieder rückwirkend alles. Das ist also wieder klassisch und ein Protagonist, alles easy, kann man leicht lesen. Also eine gute Empfehlung für den Start. Dann eins meiner Herzensbücher ist Revival. Das ist eigentlich eins meiner Lieblingsbücher, aber durch die dünne kann es nicht wirklich mein Lieblingsbuch sein. Also die dickeren Bücher vermitteln dieses
King-Feeling einfach viel krasser. Und Revival ist, glaube ich, nur so 500, 400 Seiten dick. Dort gibt es aber auch wieder diese ganzen Elemente. Wir verfolgen hier einen Jungen, der in seiner Kindheit durch etwas geprägt wird. Und dann verfolgen wir ihn immer weiter. Er erlebt etwas Schlimmes in der Vergangenheit und trifft seitdem an immer wieder auf einen Priester, den er in seiner Vergangenheit sehr, sehr verehrt hat, der aber mit der Zeit immer komischer und fanatischer wird durch dieses einschneidende Ereignis eben, was damals geschehen ist. Dann haben wir hier also wieder diese klassischen Elemente, ein Kind als Protagonisten, übernatürliche Elemente, die aber nur so zum Ende hin vorkommen, die dann so auch so ein bisschen an H.P. Lovecraft und diese ganze Szene, wo Stephen King eigentlich mit seinem Schreiben herkommt und wo er sich inspirieren lassen hat, anklingt. Und dann natürlich auch wieder religiöse Fanatiker und diese Art Biografie, fiktive Biografie, die Stephen King hier aufbaut. Ein sehr, sehr tolles Buch, kann man wirklich nur empfehlen. Ich denke auch für den Einstieg. Stellvertretend für alle Richard Bachman Bücher, also alle Bücher, die unter Stephen Kings Pseudonym veröffentlicht worden sind, würde ich dort wirklich Todesmarsch auswählen. Ich denke, Todesmarsch ist mit Revival zusammen das unterbewertetste Stephen King Buch überhaupt. Es ist so genial. Manche finden es überhaupt nicht gut und sagen, es ist total langweilig. Aber ich denke, gerade die Punkte, die manche langweilig finden, sprechen dafür, dass man es für den Start gut verwenden kann. Es ist nämlich ein sehr dünnes Buch. Es handelt die ganze Zeit nur von einem einzigen Marsch, dem Todesmarsch. Es gibt so einige Charaktere, aber nur einen Protagonisten und es bleiben die ganze Zeit die gleichen Charaktere, da wir die ganze Zeit auf diesem Marsch sind. Außer die Leute, die da so drumrum laufen, wie so Leute, die beim Marathon einen zujubeln. Und hier geht es um einen Jungen, der sich entschließt, an einem Todesmarsch mitzumachen. Leider erfahren wir hier sehr wenig, warum das überhaupt geschehen ist, wie die Politik dazu gekommen ist. Und man würde gerne viel mehr über die ganzen Umstände wissen, über die Welt, in der wir uns hier befinden. Aber das erfahren wir in diesem Buch leider nicht. Also es ist so ein bisschen wie die Tribute von Panem, ist aber schon viel früher entstanden. Ohne dieses ganze Drumherum. Also könnt ihr euch vorstellen, wie nur den ersten Teil von Die Tribute von Panem und noch so ein bisschen verkürzt. Es geht hier eben um diesen Jungen, der an dem Todesmarsch teilnimmt. Dort gibt es 117-jährige Jungen, die laufen müssen. Und wenn man aufhört zu laufen oder eine bestimmte Geschwindigkeitsgrenze unterschreitet, dann wird man abgeschossen. Und am Ende kann nur einer überleben. Und das Ende ist auch so genial, ein bisschen vorhersehbar, aber dann auch irgendwie nicht, weil es dann irgendwie doch anders kommt, als man erwartet hat. Und es ist ein wirklich gutes Buch, ich denke auch für den Einstieg wirklich geeignet. Viele finden es toll, es polarisiert so ein bisschen. Die einen finden es super toll, die anderen finden es blöd. Aber so hat man schon mal so einen ganz guten Einstieg in die King-Welt und auch in die Richard Bachman-Welt. Und generell die Richard Bachman-Bücher sind ja dünner als die anderen Bücher. Das ist auch eine gute Überleitung zu dem letzten Buch und zwar Sinner oder Der Fluch auf Deutsch. Das ist natürlich nicht die direkte Übersetzung, die machen das ja da immer so ein bisschen komisch mit den Übersetzungen, sie, es, der Fluch und so weiter. Hier geht es darum, dass ein Mann verflucht wird, weil er eine Frau überfährt, deren Familie übernatürliche Fähigkeiten besitzt. Hier gibt es auch wieder nur einen Protagonisten, auch wenn zwei andere Charaktere auch so ein bisschen eine Rolle spielen. Aber hier haben wir eben wieder dieses Übernatürliche, es ist relativ kurz, haben diesen Horror und wir haben so ein richtig, richtig krasses Ende, was repräsentativ ist, denn Stephen King schreibt Enden, das ist so polarisierend. Die einen lieben es, die anderen hassen es, auch zum Beispiel bei Später ist auch ein richtig krasses Ende, was so ein total unerwartetes. Da könnt ihr euch schon mal so ein bisschen daran gewöhnen, wie Stephen King dann auf einmal so Dinge raushaut, wo man so denkt, das gibt es doch gar nicht. Und da gibt es übrigens auch eine Verfilmung, die ist aber nicht so gut meiner Meinung nach, denn die Familie, die den Protagonisten verflucht, gehört zu den Sinti und Roma. Und Stephen King schafft es hier wirklich sehr gut darzustellen, wie die Vorurteile sind, wie sich diese Menschen fühlen müssen, was die Menschen so von ihnen halten. Ist jetzt natürlich so ein bisschen fragwürdig, weil er ja selbst dieses Vorurteil gegen sie verwendet in seinem Buch und darüber einen Horrorroman schreibt.
aber da hat er ja keine Scheu, also so was so Voodoo und indigene Bevölkerung Amerikas angeht oder so bei Friedhof der Kuscheltiere oder so, das ist ja auch immer alles so ein bisschen sehr platt, plakativ und pauschalisiert und hat ja mit der tatsächlichen Religion meistens wenig zu tun. Aber das ist eben auch so im Horror-Genre, denn wenn es der Wirklichkeit entsprechen würde, dann wäre es ja nicht spannend und nicht übernatürlich, denn die Dinge passieren ja so in Wirklichkeit nicht. Aber er schafft es hier ganz gut, dass wir uns in diese Person hineinversetzen können. Und der Film, der dreht das genau um. Also der macht das so, dass wir Leute, die ihn verfluchen, so total merkwürdig finden, total abwerten. Und das finde ich dann sehr schade und bewirkt eigentlich genau das Gegenteil, was meiner Meinung nach die Intention von Stephen King gewesen ist. Und von daher unbedingt das Buch lesen. Ja, das waren die Einsteigerromane, die ich empfehlen kann. Traut euch ruhig, Stephen King zu lesen, notfalls mit einem Hörbuch. Und für ganz hartgesottene habe ich auch noch einen Tipp. Und zwar Der Anschlag für Leute, die sich trauen, so viel zu lesen. Aber dieses Buch habe ich innerhalb von 2 Wochen beendet. Also das liest sich weg wie im Nu. Das sind über 1000 Seiten. Aber es ist so mega spannend. Und hier gibt es auch wieder nur einen Protagonisten. Und zwar Jake Epping. Das ist eigentlich der einzige Protagonist, den ich mir jemals richtig merken kann. Außer vielleicht noch Roland Deschaine, sonst merke ich mir die Namen immer nicht, auch wenn die meistens alle Jake oder James oder irgendwie sowas heißen bei Stephen King. Hier geht es darum, dass Jake Epping in die Zeit zurückreist und versucht, den Anschlag auf John F. Kennedy zu verhindern. Und das ist schon so mega spannend. Es ist ja einerseits übernatürlich, andererseits verfolgen wir hier die ganze Zeit diesen Jake Epping, haben also nicht so viele Charaktere dafür, dass es so 1000 Seiten hat. Natürlich lernen wir hier auch noch einige andere Charaktere kennen. Aber es geht hier ja um Jake Epping hauptsächlich und es gibt auch noch eine ganz tolle, romantische, unkitschige Liebesgeschichte, die wirklich die beste Liebesgeschichte im ganzen Stephen King-Universum ist. Es gibt so viele Fans von diesen Büchern, es wurde so oft bewertet und eigentlich jeder, der das Buch gelesen hat, findet es toll. Falls ihr euch das nicht so traut zu lesen, könnt ihr das ja auch als Hörbuch hören. Oder es gibt auch eine ganz, ganz tolle Serie dazu, die zwar so ein bisschen was abgeändert hat, aber trotzdem dieses Gefühl des Buches ganz gut widerspiegelt. Ja, das waren alle meine Tipps. Ich hoffe, ihr werdet eins dieser Bücher lesen. Und falls ihr schon Stephen King Bücher gelesen habt, schreibt mir doch gerne, was ihr als ersten King gelesen habt. Und falls ihr es noch nicht gelesen habt, dann sagt mir doch, welches Buch euch am meisten interessieren würde und ob ihr vorhabt, es zu lesen.